Hallo, in diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr auf euer Amazon-Tablet den Google Play Store installiert. Also bleibt dran! Als erstes müssen wir uns 4 AKP-Dateien herunterladen. Dazu öffnen wir unseren Browser, in meinem Fall ist es der Silk-Browser, ihr habt vielleicht einen anderen, spielt gar keine Rolle, und laden uns vorerst die Dateien nur herunter. In der Beschreibung habt ihr einen Link dazu. Haben wir die Dateien runtergeladen, kommt der Schritt 2. Dazu brauchen wir einen Dateienmanager. Wenn ihr den habt, ist gut, wenn nicht, wir laden ihn jetzt gemeinsam herunter. Dazu öffnen wir den Amazon App Store und laden uns Dateimanager herunter. Anschließend öffnen wir diesen. Und unter Downloads finden wir unsere AKP-Datei. Bei der Installation ist es wichtig, eine Reihenfolge zu beachten. Wir installieren als allererstes den Google Account Manager. Nun müssen wir dem Gerät erlauben, Apps aus unbekannter Herkunft zuzulassen. Die zweite Datei, die wir installieren, heißt Google Services Framework. Und die dritte Datei, die wir installieren, heißt Google Play Services. Und als letzte Datei installieren wir Google Play Store. Nun ist die Installation abgeschlossen. Jetzt können wir den Google Play Store starten. Was wir nun benötigen, ist ein Google-Konto und wir können loslegen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr Fragen, schreibt es in die Kommentare. Über ein kostenloses Abo würden wir uns riesig freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!